So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Diesmal gibt es sogar die Sensation des Monats, wenn man das so sagen kann. Aber das werdet ihr dann gleich sehen, da werde ich nämlich noch was dazu sagen. Heute gibt es auch wieder Raw abends, also Wrestling für alle Wrestling-Fans der WWE, aber das hat jetzt nichts mit meinem Kanal zu tun. Und natürlich auch die Raid Mania. Ich habe auch Raid Mania gesagt, Raider Mittwoch, Raid Mania und die Raid Mania, die zweite Raid Mania mit Capo Kime. Ich bin wieder gespannt, welche Einladungen von euch kommen, wer mich zu seinen Raids einlädt, wer Raid Mania Punkte verdient. Es ist momentan wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Julchen und iScorpions. Und nächste Woche wird es nochmal mega spannend, weil ja dann alle vier Capos in den Raids sind. Ich bevorzuge dann aber Capo Toro Einladungen annehme in der Raid Mania. Wer da also Punkte machen möchte, guckt, dass ihr für Capo Toro einladet. Ansonsten würde ich sagen, laber mal nicht viel. Wir fangen direkt an. 18 Uhr heute also Raid Mania. Mein Lieblingsformat. Ich bin gespannt. Und jetzt euer Format mit euren Highlights und euren Einsendungen und überhaupt und go. Angefangen hat die Woche hier beim Black Viper Cat 62. Hätte da vielleicht was für das nächste Raid am Mittwoch. Hat mir sein Mega Gangster geschickt, ne? Ein Shiny 100% Gengar, was er schon mega entwickelt hatte. Warum nicht? Sowas habe ich auf jeden Fall nicht, so einen Gangster. Strangelove zeigt uns hier ein 100% Glücks-Shiny Latias. Das sind Sachen, die sind sonst immer Schocker der Woche gewesen, wenn ihr eine Legendäre habt. Aber der Hintergrund, die Farbe, das ist so grell, das verwischt sich so. Ist auf jeden Fall cool. Würde ich auch hochziehen, auf 50 natürlich, wenn ich die Bonbons dann und so weiter und alles, aber ja, hat für mich nicht für den Schocker gereicht, mag niemals hier mit einem 100% Capo Kime. Sind wir mal gespannt, ob ich vielleicht heute Abend auch eins bekomme. Glückwunsch auf jeden Fall dafür, auch wenn es jetzt nicht das krasseste Pokémon ist. Marmolita mit Kostüme, auch von mag niemals hier mit schwarzen Scheuklappen. Ihr werdet sowas noch sehen, nur andersrum, dass alles schwarz ist, aber die Augen offen sind. Prinz bin ich Glücksfreund geworden, Iversoft bin ich auch Glücksfreunde geworden, Henry Niki, was für Raider Mittwoch hier, 100% Loturze, 100% Merrill geschickt, gerade aus der Feldforschung bekommen, dann bin ich mit Baumlieber Glücksfreund geworden, Lennart zeigt uns noch, wie Niantic die Probleme löst, die im Spiel auftreten, Niantic, Broken Game und was gibt's, kostümierte Pokémon, schon ist die Welt wieder in Ordnung. Dann hat Lennart hier noch ein Shiny Walmer reingesendet, zeigt uns den teuersten Trade der Weltgeschichte. Das war wahrscheinlich, wenn Leute mit einem Ticket für die Safari-Zone tauschen wollten mit jemandem, der kein Ticket für die Safari-Zone hatte, dass das im Prinzip verhindert wurde, weil ja ihr eigentlich da 5 zusätzliche Trades hattet, das aber dann irgendwie nicht ging. Wenn ihr schon irgendwie, ach keine Ahnung, bei mir stand das auch kurz einmal da. Er hat auch einen Screenshot davon gehabt, wie ihr das hier seht. 999 Millionen Staub für einen Trade, warum nicht, ne, kann man mal machen. Joel hier, Bündel, ein Shiny Marmolita mitgenommen. Dennis Bass zeigt uns auch an einem Tag ein 100% Libiscus, 4 Shinies noch hinterher vom Wasserfestival und halt Voltenso. Das ist das heftigste Wasser-Pokémon der Welt auf jeden Fall. Selal hat mir wieder einen ganzen Sack voll Bilder geschickt. Angefangen hier mit einem Shiny Waumboll, Shiny Schwalbini, Shiny Hodensack, 100% Natu, Shiny Yorklef, Shiny Kanivanya, Shiny Fleckmon, erlöstes 100er Voltoball. Dann mein Lieblingsmeme, was ich immer so sehe. Ich poste jetzt einen neuen Chuck Norris Witz. Erzähl ihr mir lieber erst, bevor dich wieder alle auslachen. Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Kennt man, ja? Bist du jetzt total irre? Die schmeißen dich hochkant aus der Gruppe raus. Glaube ich nicht. Ich habe es in deinem Account gepostet. Dann ein Voltenso, was abhebt. Also das fliegt einfach weg. Wahrscheinlich noch vom Luftabenteuer. Die Nebenwirkung, dass alles Ballons hatte und einfach abgehoben ist. Hatte Lennart auch was geschickt mit einem Mega Bibor. Habe ich dann aber nicht extra nochmal mit reingenommen. Ihr habt es ja jetzt hier gesehen. Selal mit einem Shiny Marmolita. Nochmal Shiny Walmer wieder. Dann der typische Krieg zwischen Rot und Blau, während Gelb entspannt einfach sein Ding macht. Hier dargestellt mit Popcorn sitzend auf dem Stuhl. Eine Entwicklung vom Araqua, Aradings der Bums, zu hier Monster Spider Spinne wird natürlich zum Spider-Man. Ja,
sieht ganz witzig aus, habe ich mal mit rein oder das hier, okay, heute keine Raids mehr, obwohl ein bisschen kann ich ja noch raiden und dann werden wieder die Pässe hingestreut, dann gönnt man sich doch noch ein paar, dann ein was jeder kennt, wenn ihr das GPS-Signal wieder mal verloren habt und das Handy in den Himmel ragt, hebt, weil ihr denkt, okay, dann findet das Signal wieder und ihr könnt dann weiter zocken, dann der Unterschied, Playing Pokémon Go und Pokémon Go mit Gotcha. Habt ihr ein Gotcha? Ich habe auch ein Gotcha. Wenn ihr ein Gotcha habt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann ganz chillig hier, 15 Bälle, das ist kein Problem. Nur noch ein Ball übrig, kommst ins Schwitzen rein. Wer kennt das auch? Bei den Mega-Raids, bei den mega-legendären Raids war das ja mega brutal. Da habt ihr immer nur so 8, 9 Bälle vielleicht gehabt, manche nur 7 Bälle. Dann noch zu fangen, wenn da noch ein 100er stehen würde. Also ich war froh, dass ich die 100er vorher schon hatte von den beiden. Das ist auch ein Bild, was wir immer wieder sehen, nur mit anderem Inhalt. Wie der nette Herr sich total freut auf das Ei, was gerade aufgeht und dann total empört ist, erschrocken oder enttäuscht, weil ist halt nur Mist drin. Aber ist ja klar, ist ja auch ein Ei. Das fand ich auch richtig cool, auch von Selal. Der sucht immer das ganze Internet ab nach allen möglichen Dingen. Da ist einfach ein wildes Hund. Das wilde Hund wird gefangen, wird im Pokédex registriert und dann steht das an eurer Seite auf der Map, begleitet euch und ist sogar unten als Buddy eingetragen. Finde ich richtig witzig, dieses Bild, deswegen habe ich das auch mit reingenommen. Und noch ein weiterer Chuck Norris Witz, den ihr bestimmt schon alle kennt, den ich aber irgendwie, der ist mir hängen geblieben. Ich habe das nachts abgescreent und dachte, Chuck Norris haut sich zum Frühstück 2 Pfannen in die Eier. Dieses Rumgedrehte, anstatt 2 Eier in die Pfanne, haut sich 2 Pfannen in die Eier und fertig. Das war so stumpf in dem Moment, da musste ich schmunzeln und habe das dann gleich mit reingenommen. Langsam fahren, unsere Katze ist dumm. Also wer eine Katze hat und an der Straße wohnt, ist das Schild bestimmt ganz gut. Was das Essen in deiner Mikrowelle sieht, sag mal, geht's hier eigentlich noch um Pokémon? Was das Essen in der Mikrowelle sieht, wie ihr davor hängt und guckt und macht und dann geht ihr kurz und kommt dann wieder zurück, kurz bevor es fertig ist und guckt wieder rein, fand ich auch irgendwie lustig. Und dann, das ist der Kerl aus meinem Mathebuch, der ohne jeglichen Grund 50 Bananen kauft. Fand ich auch witzig, weil immer in Matheunterricht damals die Leute ankamen und sagen, ja, Bernd kauft 50 Bananen. Und alle, wer kauft denn 50 Bananen? Ja, ist doch egal, es geht ums Rechnen hier. Da ist er, der Kerl, der 50 Bananen kauft. Dann Selal weiterhin hier, Shiny Goldini, Shiny Tentacha, Shiny Marmolita, 100er Carbador. Die drei Bären von der Tange in Real und als, ja, nochmal 100er Goldini, Shiny Fleckmon, Shiny Goldini, ich mit Kontaktlinsen und ohne Kontaktlinsen. Bei mir wäre es halt mit und ohne Brille. Selal mit noch einem Shiny Walmer, noch ein erlöstes 100er Voltoball, Shiny Schallquab, Noah. Mit einem 100% Glücks-Evoli mit Blumenkranz, auch sehr nett. Shiny Tentacha hinterher, 100er Glücks-Pikulente, dann ein saftiger Döner, muss ich sagen. Der sieht wirklich sehr saftig aus, vor allem ist der mega bunt. Da ist so viel, sind so viele Farben dabei, so einen bunten Döner habe ich noch nicht gesehen. Da sind Sachen drauf, die habe ich bisher wirklich noch nie auf einem Döner gehabt. Was ich cool finde, das Stückchen Tomate, was hier vorne liegt, so von oben, wo man immer sagt, ja, bei der Tomate, du darfst das Grüne nicht mitessen, das ist krebserregend. Aber Bruder, mach das nicht. Und meine Mutter immer das abgeschnitten und dann erst Tomaten hingepackt. Beim Dönermann sieht man, ist das egal? Ja, ist das Grüne das, was die besonders tollen Farben ausmacht? So. Kann man ja mal mitessen. Was ist aber hier das Gelbe da unten? Was ist das? Hier, da liegt ein, das ist bestimmt eine gelbe Paprika auf dem Döner. Ich weiß es nicht. Weihnachten ist da, Marlon Schmidt hier, auch 100% Glücks-Pikachu mit seinem Weihnachtspullover, Weihnachtsschal, Weihnachtsmütze, also Zylinderhut. Endlich ein 100er Weilmar beim Alexander Ahringer. Endlich das weibliche Molunk für Raider Mittwoch beim Alexander Ahringer. Habt ihr schon ein weibliches Molunk mittlerweile? Ich habe immer noch nur eins gehabt, aber in der letzten Eierfolge habe ich ja gleich 2 Molunk aus einer Ladung bekommen, aber beide halt männlich. Endlich Shiny Gala, Shiny Mauzi, gebrütet aus den Shiny 7 Kilometer für Raid am Shiny Mittwoch, Alexander Shiny Ahringer, das noch reingesendet. Seine Schilling-Bilder habe ich diesmal rausgelassen. Ich habe ja genügend andere Sachen gehabt. Endlich Shiny Labras für Raid am Mittwoch.
muss das nicht immer dazu schreiben. Also, wenn du mir das schickst, glaube ich schon, dass das so eine Einsendung dafür ist. Shiny Lapras, endlich Shiny Schalkwab in Pokémon Go. Achso, das war nicht für Raider Mittwoch. Jetzt habe ich es aus Versehen abgescreent. Schalkwab, also auch dabei. Endlich Shiny Goldini in Pokémon Go für Raider Mittwochs. Wird immer komplizierter. Und Schilling gefunden, Alexander Ahringer. Chevy, auch hier 100% Lapras mit der Schleife. Das ist was, was ich nie haben werde, denn ich habe in den kleinen Accounts das Shiny geradet und mir dann rübergetauscht. Ich habe in dem großen Account keinen einzigen Lapras Raid gemacht, so wird es auch unmöglich sein, ein 100er Lapras zu bekommen. Obwohl, wenn ich die anderen gefangen hätte und hätte mir die alle rübergetauscht, wäre vielleicht da auch irgendwann ein 100er dabei rausgekommen. Das finde ich auf jeden Fall richtig stark. Und wenn man hier schon ein 100er Lapras hat beim Chevy, dann gönnt sich der Enemy Black natürlich direkt das 100er Shiny Lapras. Was? Wohl auch nicht so selten ist, denn gestern bei Lapras Raids für Zuschauer ging es ja alle 5 Minuten, ich habe das 100er Shiny und das hat ungefähr fast jeder dann gehabt und gesagt, dass ich schon dachte, okay, jeder hat es, aber keiner zeigt es. Enemy Black hat es gezeigt, Grüße gehen raus, danke für das Bild, dass man das wirklich mal sieht. 17.05. Berlin, Shiny Lapras 100er ist am Start mit Schal. Bubuloki, 100% Krypto Marmutell. Das müsste eigentlich auch Schocker der Woche sein. Das ist einfach ein richtig heftiges Biest. Sowas hätte ich auch gern. Selbst das hätte Schocker der Woche hier sein können von Enemy Black. Ich habe trotzdem aber was anderes genommen. Sören, der zweite Account aus der Spezialforschung, auch ein Shiny Lapras bekommen. Aluhut hier Shiny Lapras bekommen. Ihr werdet viele Shiny Labrassens noch sehen. Aluhut hier mit einem 100er Quapsel, 100er Carbador, 100er Bitora, 100er Merrill, Shiny Yorklef, Shiny Mankey, Shiny Sterndu, Shiny Tentara, 100er Zwirlicht, Shiny Waumpel, Shiny Schwalbini, Shiny Mirapla, Shiny Ladybar, 100er Bitora, Shiny Tanatora, Shiny Lapras aber ohne Schleife, Shiny Marmolita, Sarina, die uns gezeigt hat, Eventziel zu 100% erreicht, Shiny Mantax, Lapras, Bitora, 1000 große Carbador gefangen und 100% Bitora. Also alles mitgenommen und hier seht ihr das auch. WTF, da hat wohl einer zu viel Ninja-Filme geschaut, denn das ist genau das Gegenteil von dem Marmolita von vorhin. Hier ist alles schwarz bis auf die Augen. Burndown Steve fand ich auch sehr gut. Zurzeit habe ich kein Glück mit den Shinies, aber dafür die beiden Schätze ausgebrütet. 2 Babys, beide als 100er, würde ich auf jeden Fall so aufheben. Bitte niemals entwickeln. Die sind so einfach viel seltener und viel wertiger, auch wenn man die jetzt ja nicht verkauft oder so. Aber trotzdem, Mantyps, Rabaut, beide Babys als 100er. Wanne 3 für den Raid am Mittwoch und noch ein 100% Carbador dazu. Liebe Grüße. Carbator, Terrybark, Tentara, Garados, Karadonis, alles an einem Tag, alles shiny bekommen. Schäfe, oh, das war kompliziert, ich habe einfach das so genommen, weil es halt einfach so ausgesehen hat. 100er, also geile Woche, 500er und 8 Shinies. 100er, Pandir, Carbador, Carbador, Enton, Schalkwab und Shinies, dann Goldini, Walmer, Schwalbini, Garados, Fleckmon und hier unten habt ihr dann noch Pfiffchen, Goldini und nochmal Schalkwab. Grüße gehen raus an den Chef, Tobias, einfach bei mir so vor der Haustür, 100% Shiny Slimer. War das aus dem Feldforschungsdurchbruch? Nein, ist das vor der Haustür, da war es ja nicht im Feldforschungsdurchbruch. Aber ist das nicht gerade im Feldforschungsdurchbruch drin, dachte ich. Und jetzt hat er das einfach vor der Tür sitzen. Und den Satz verstehe ich nicht. Dann fällt man einmal zu seinem Freund. Fällt? Fehlt? Fährt? Da fährt man zu seinem... Du bist zu deinem Freund gefahren nach Kalifornien? Okay, Grüße gehen raus, dass du da, das ist aber sehr, ja, 100% Shiny Ditto auf jeden Fall mitgenommen. Jenaya, 100% Yorklef, Shiny Lapras im ersten Raid, direkt Shiny, da wurde nicht gequestet, da wurde geratet. Shiny Krypto, Traumato, Shiny Fleckmon in, Praha. Chlavni Mesto Praha Tschechien, erlöstes Feuerriegel, das war also ein Krypto. Andy Project, 100er mit Schleife, nimmt man gern mit.
Auch das sehr cool, finde ich immer noch toll. Ich habe noch keinen Labras gemaxt auf 50, weil ich keine XL habe. Aber so ein 100er mit Schleife auf 50 wäre bestimmt richtig fett. Chill Boris, Wild, ein Bruder Lander mitgenommen. Eiskorb Jens, finally habe ich davon auch mal ein 100%iges. Das Carbador, welches ich gegen getauscht habe, ist auch 100% geworden. Hätte man gleich das Bild noch dazu gebraucht. Finde ich immer sowieso cool. Aber auch schon mal gehabt bei einem Glückstausch, dass beide einfach 100er Lucky Pokémon bekommen haben. Hier also dann Carbador Nebulak. Das sieht irgendwie gut aus bei Nebulak. Bei dem Latios fand ich den Hintergrund, den Lucky Hintergrund total schlimm. Hier Nebulak ist ein dunkles, kräftiges Pokémon. Da stört der Hintergrund nicht so sehr. Eiskorb Jens ja auch noch mit dem Shiny Fleckmon. Charlie Evans hier für Raid am Mittwoch. Shiny Vitora. Patrick, guten Abend, vorhin aus dem Raid, ne? 100% Labras, also das hat halt wirklich einfach jeder. Black Viper Cat, heute endlich bester Kumpel geworden, wäre das was für Raider Mittwoch? Ja, wir haben es doch mit reingenommen, dein Kisame 100. Lost Lift, dritte Quest, finde ich eindeutig besser als das Shiny. Dynamax in 500 Jahren vielleicht mal, auch 100% Labras mitgenommen. Margo FedEx 100% Kaumalat. Dann die Elke. Jede Menge Merrill kam aus den Eiern, aber kein Shiny, dafür 100%. Endlich Shiny Stern, du. Nicht schlecht, aber schon wieder Shiny Fleckmon. Nummer 7, so viele Wasser-Pokémon und nur ein paar Shiny. Ein einziges Alola Mauzi und das ist Shiny. Dann hat sie hier noch ein Goldini. Goldini habe ich auch schon ein paar. Goldfische sollte man eh über mehrere nehmen, ne? Wenn die Katze einen isst, dann hat man noch Reserve da. Annika Vogt, 100% Valma, Shiny Click, Shiny Psyau. Ich finde übrigens, es ist so schöner, wenn du das so upscreenst, als wenn du das so machst, dass das Pokémon auch fast weggeflogen ist aus dem Bildschirm raus. Aber dass man sieht, dass es aus dem Ei ausgebrütet ist, das ist sehr wichtig. Ausgebrütet aus dem Zehnerei in Hohenmülsen, Shiny Psyau, Shiny Elliot, gefangen in der Wildnis. Ich sage einfach gar nicht mehr, wie die Pokémon heißen, nur noch was dran steht. Shiny Sterno hier noch mitgenommen. Benjamin Engel 100%, Mediti, Benjamin Engel 100%, Glücks Abra, Thomas Speck mit dem erlösten 100er Noctuska, Thomas Speck mit 200er Kabukime, aber auf dem kleinen Account, glaube ich. Brainy Stendal, Shiny Tentacha, der Natusek aus einem Ei, endlich habe ich auch schon lange nachgesucht. Shiny Marmolita. Aus dem Ei gebrütet, 91%. Shiny Quapsel. Damit ist auch dieses Shiny-Familie komplett. Shiny Tentoxa. Das sieht so herrlich aus durch dieses Grün am Kopf. Ne? Nochmal der Natusek. Na endlich, ich wollte es unbedingt haben und ich habe es bekommen. Das ist mein persönliches Highlight. Das Shiny Labras mit der Schleife. Zweite oder dritte Quest und direkt das neu eingeführte Pokémon in 100%. Und guckt euch an, wie fett das einfach ist. Habt ihr das auch schon entwickelt? Habt ihr euch auch gewundert, was das für ein fetter Brummer ist? Und habt ihr mal drauf gedrückt auf das Pokémon, wenn das dann immer mit seinem Finger so auf euch zuzeigt? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Henry Niggi gerade aus dem Ei bekommen, 100er Quapsel, Jojo, das ist mal nice, 100% Shiny Glücks Kapuno, Horst of Death, 100% Glücks Labras, ohne Shiny, Random Trade, leider auf dem falschen Account, trotzdem sieht gut aus, Labras eben wuchtig, sieht aus wie ich mit meinem blauen Hemd, Jewel hier noch ein Shiny Goldini mitgenommen zum Abschluss und das müssten jetzt sogar schon die Highlights gewesen sein. Wir kommen noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, bevor wir zum Schocker der Woche kommen, möchte ich noch die Sensation des Monats machen und die kommt diesmal von Henry Niki. Es ist ja gestern Abend das Ticket für den nächsten C-Day, der am Samstag stattfindet, verfügbar gewesen und erstmalig konnte man diese C-Day-Tickets auch verschenken, kaufen für einen Freund. Der Henry Niki hat die ganze Zeit schon davon geredet, wenn das kommt, dann will ich unbedingt dir das Ticket kaufen. Hat er auch gemacht. Hab dann gestern hier diese Einladung bekommen auf mein Handy, wo dort steht, dass ich für dieses Event jetzt eingeladen bin, mit diesem Ticket zu spielen. Steht auch unten dabei. Liebe Grüße, Henry Niki, dass man weiß, von wem das ist. Wenn man diese Einladung aber jetzt übersieht beim Starten der App,
kann man nachträglich irgendwie nicht mehr rausfinden, von wem das ist, weil es nämlich nicht am Ticket dran steht und dann ist das ein bisschen ärgerlich. Ich weiß es jetzt, dass ich es vom Henry Nicky habe. Danke Henry Nicky, und wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich ja schon mal ankündigen, weil der Chef ja auch gesagt hat, er hätte es mir gern gekauft, aber ging ja nicht, wenn ich es schon habe. Der Hannes wollte das auch, ging nicht, und deswegen hat er es dann für Sabrina und so weiter. Da gibt es viele Spielereien, dass man jetzt immer versuchen kann, jemandem eine Freude zu machen. Und einmal im Monat gibt es ja dieses Ticket für 1 Euro, was ich mir sonst immer gekauft habe. Ihr hättet jetzt die Möglichkeit, dass ihr es mir kauft. Wer da Bock drauf hat und sagt, diesen 1 Euro einmal im Monat könnte ich ausgeben für den Ramses, und wenn der das Ticket von mir hat, dann werde ich das immer versuchen, bei Raid am Mittwoch mit reinzupacken als die Sensation des Monats. Mal gucken, wer es dann immer ist, der mir das Ticket gesponsert hat. Ich hoffe aber, wenn ihr das macht, dass ihr kurz das upscreen, dass ihr das gemacht habt und schickt mir das auch, weil ich nicht versprechen kann, dass ich diese Einladung immer so sehe. Und wenn ich dann nicht weiß, von wem es ist, wäre es auch doof. Wenn mir keiner eins kauft, ist das auch okay, weil diesen 1 Euro, den kann ich auch selber ausgeben für den C-Day. Aber mal gucken, das ist wie bei Raidmania. Wer kriegt den Punkt? Wer schafft es? Wer kommt durch? Wessen Einladung passt? Finde ich nochmal eine coole Spielerei, die Niantic jetzt eingeführt hat. Und jetzt kommen wir zum richtigen Schocker der Woche, den ihr bestimmt nicht so krass findet, aber das Bild hat mich total gefesselt, und zwar vom Tom. Das ist nämlich der Tick Dragon Hunter. Hey ho! Ich habe hier vielleicht etwas für Raider Mittwoch. Habe an der Safari-Zone in Sevilla vor Ort teilgenommen, was schon mal sehr cool ist. Und mein garantiertes Shiny Krebskorps aus der Spezialforschung ist ein 100er geworden. Beste Grüße! Und das finde ich wirklich cool. Manche sagen, hey, es waren so viele 100er Shinies hier drin heute, das ist ja nichts, das ist nicht mal Lucky, das ist nicht mal sonst was, keine Ahnung, ist nur ein Krebskorps, aber das ist ein neues Pokémon, das ist Krebskorps, das sieht richtig cool aus, das ist ein 100er und es ist bei so einem besonderen Event, du hast ein garantiertes Krebskorps aus der Spezialforschung bekommen, in Shiny. Aber wenn du da wirklich hinfährst zur Safari-Zone und hast da so ein super Erlebnis und so einen heiten, fetten Tag vor Ort und holst dann dein Teil ab und es ist 100%, ich glaube, das ist wirklich so ein geniales Erlebnis, das wirst du nie wieder los. Und immer wenn irgendjemand jetzt kommt und sagt, zeig mal deine Shinies, und du zeigst dieses Pokémon und hast dann diese Geschichte noch dazu, da war ich in Spanien bei der Safari-Zone live vor Ort anwesend, hab das aus der Forschung abgeholt und hab das, das ist so ein Sammelstück jetzt, das hat so einen Wert mit dran und eine Geschichte dahinter, deswegen fand ich das für mich persönlich den Schocker der Woche. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich freue mich schon auf nächste Woche, ich freue mich auf heute Abend, ich freue mich auf das nächste Ticket und mal gucken, ob wieder jemand das dann kaufen will und wer der Erste ist, der es schafft, ein Ticket zu kaufen. Ansonsten bis heute Abend, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi, Schatz. Adi! Ja, der Adi liegt hier und schläft. Also der wartet jetzt die ganze Zeit drauf, dass man endlich fertig ist, damit wir wieder rübergehen können. Weil hier ist immer, der kann halt nicht alleine sein, ne? Der ist ja 3 Jahre alt, ne? Der kann nicht alleine sein. Wenn er groß ist und dann ausgezogen ist, das was anderes. Aber ich freue mich, dass er hier ist. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.